Okay, beim nächsten Part Demon's Souls und dieses Mal machen wir den letzten Teil von Latria. So, der Keilstein des Dämonen-Menschenfressers. Die Gefängnisse Latrias sind voll mit dem Fleisch der Opfer ihres alten, einstmal menschlichen Meisters, der dort seine eigenen Dämonen schafft. Aber wir gehen zuerst hier nochmal hin. Ja, ja. Wir haben hier nämlich noch ein ganz klein wenig etwas vor, bevor wir zum Boss gehen. Hatte ich ja schon gesagt, ich werde hier ein paar Sachen auf diesen Part verlagern, einfach nur weil das insgesamt einfach ein bisschen mehr Sinn ergibt. Dass ich hier für diesen Part noch ein bisschen mehr zu tun habe, als einfach nur schnell zum Boss hochzurennen und den zu töten, was einfach 5 Minuten dauern würde, wenn überhaupt. Selbst jetzt mit dem Zeug, was ich jetzt noch vorhabe, wird dieser Part wahrscheinlich sehr, sehr kurz werden. Aber naja, was soll's. So ist es halt bei diesem Spiel. So. Was wir jetzt machen müssen. Wir rennen jetzt nochmal kurz durch bis zu einer bestimmten Stelle, die sich jetzt ein ganz klein wenig verändert hat, da unsere Welttendenz jetzt schneeweiß ist. Heißt, ja, ich werde das Ganze jetzt so schnell wie möglich machen. Ich werde an den Gegnern vorbeirennen. Es gibt keinen Grund, die jetzt nochmal zu bekämpfen. Der hier könnte nerven, deswegen mache ich ihn lieber mal weg. Die sterben jetzt auch schön angenehm schnell. Sind jetzt natürlich alle sehr viel schwächer. Alle Gegner, weil unsere Welttendenz, ne? Die ist jetzt natürlich nicht mehr so krass. Alle Gegner sind jetzt hier geschwächt. Oh, jetzt ist der blöderweise gerade hochgefahren. Naja, dann warten wir eben kurz. Und tada! Dann geht es hier nochmal nach oben. Gucken, dass man nicht runterfällt. Und jetzt geht es noch etwas weiter höher. Und dieser Teil hier, dieses Holzding, das ist erst da, wenn die Welt hinter ins Schneeweiß ist. Beziehungsweise ist nur da, wenn sie schneeweiß ist. Das verschwindet auch, falls die wieder dunkler wird. Das ist nicht so wie zum Beispiel bei dem Palast von Boletaria, wo dieses eine Tor geöffnet wird bei Schneeweiß oder Pechschwarz und dann offen bleibt. Das hier verschwindet, soweit ich weiß, wieder. So. Ein Schlüssel. Na, das ist ja krass. Wir haben tatsächlich nochmal einen Schlüssel gefunden. Aber Schlüssel haben wir natürlich in dem zweiten Teil kein einziges Mal verwenden müssen. Also geht's nochmal in den ersten Teil zurück. Naja, da haben wir Schlüssel verwenden müssen. So war das, so war das. So, dann gehen wir jetzt nämlich wieder nach oben. So wie im letzten Part auch. Da durfte ich den Weg auch nochmal rennen. Falls man sich erinnert, als ich zum schwarzen Phantom von Rodial gegangen bin. Diesmal wird es recht ähnlich sein. Diesmal gehen wir eigentlich den genau gleichen Weg. Wir gehen jetzt halt nur nicht mehr zum schwarzen Phantom von Rodial, sondern vom hellen Phantom, zum hellen Phantom. Weil er ja den Schlüssel, den wir gefunden haben, den können wir jetzt auch verwenden. Lol. Bin versehentlich in diese Zelle reingesprungen, da wollte ich eigentlich gar nicht hin. Egal.
Wir können jetzt auch hier überall rein. Das ist praktisch. Erstmal alles öffnen. Ja, guten Tag. Zack. Wie findest du das? Na? Oh, why? Thank you. Thank you, kind soul. Please, take this fine piece of work. Besides, I have no use for it now. And thus begins my final, eternal rest. Ring der einfältigen Ratte. Ja, den hatte er ja schon im Kampf gegen uns verwendet. Ein einfacher mit dem Siegel eines kleinen Tiers gravierter Goldring. Erhöht die Verteidigung, wenn die TP unter 30% sinken. Jo. Werde ich kein einziges Mal verwenden, aber naja. Nice to have. So, mehr sagt er auch nicht. Was sich jetzt auch geändert hat, ist hier. Hier waren ja Trümmer, die sind weg. Eine unbekannte Heldenseele. Noch eine unbekannte Heldenseele. Eine Mondlichtsteinscherbe. Na, den Schlüssel, den wir jetzt gefunden haben, brauchen wir hier auch direkt wieder. Der Dreispitz, das ist der Hut, den Yuria aufhat. Ist nur für Frauen. Ein steifer, schmutziger Dreispitz. Diese Kopfbedeckung, die traditionsgemäß Hexen zugeordnet wird, scheint von einem Paradebeispiel dieser Zunft getragen worden zu sein. Ja, ist praktisch der Hut, den Yuria trägt. Diese Zelle scheint sehr leer zu sein. Diese hier nicht. Was haben wir denn hier noch Schönes? Kapuze des ehrwürdigen Weisen. Gewand des ehrwürdigen Weisen. Also praktisch das Set des ehrwürdigen Weisen. Und das ist das Set, welches Freke trägt. Ne, der Magier Fuzzi, der jetzt auch im Nexus rumgammelt. Kapuze von Freke, dem Hellseher. Teil einer schlichten Reisekleidung, die sich für lange Märsche eignet. Es ist jedoch die Reisekleidung eines schmutzigen Weisen, die den Ursprung des Weisen Freke vortrefflich veranschaulicht. Und dann haben wir hier noch eine letzte leere Zelle. Brauchen wir also nicht weiter. So. Jetzt ist noch etwas passiert, und zwar weil wir Ridiel befreit haben. Und das, naja, werde ich euch jetzt einfach zeigen. Also laufen wir wieder ein wenig. Wir gehen hier wieder runter. Und sind dann wieder hier unten, falls man sich erinnert. Aua, 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 aua. Verdammt. Mann, ich hasse diesen Gegner. Ich muss erst mal mich entfernen, bis er nicht mehr ausrastet. So, blöder Penner. Ich hasse ihn natürlich nicht. Ich war nur sauer auf ihn. So. Das hier kann man jetzt öffnen. Und zwar hat Ridiel das für uns aufgeschlossen. So nett wie er ist. Und hier haben wir jetzt auch noch ein bisschen Stuff. Ephema Augenstein. Ein Gegner. Scheint verschlossen zu sein. Ui.
Hier haben wir auch viele von den Gegnern. Zack. Kein Problem. Das hier ist offen, beziehungsweise aufmachbar, wie man jetzt gesehen hat. Das hier ist auch noch zu. Mal gucken, hier haben wir nichts zufälligerweise. Nein, nein. Auch hier haben wir nichts. Das ist der Hoffnungskerker Ost E2, okay. Alles verschlossen. Das ist ja sehr gemein. Nur die Zellen, wo nichts drin ist. Das ist doppelt gemein. Verschlossen. Verschlossen. Offen. Ja, cool. Und auch offen, okay. Tja, das hier ist die Leiche von Radiel. Man sieht ja auch, der Schimmerstab, den er verwendet im Kampf, hier ein bisschen zerbrochen. Er scheint das Assassinen-Set getragen zu haben, okay. Aber ja, hier gibt es einen Schlüssel und eine legendäre Heldenseele. Ja, jetzt kann man hier überall rein. Der hat mir absolut rein gar nichts getan. Ich habe ihn trotzdem einfach umgebracht. Ich bin offensichtlich gemein. Aber ja, jetzt können wir uns hier noch die Sachen holen. Eine angesehene Heldenseele. Quecksilbersteinklumpen. Immer praktisch, wenn man diese Klumpen vom Spiel einfach so geschenkt bekommt. Weil die teilweise echt ätzend zu grinden sind. Auch wenn es bei den Quecksilbersteinklumpen glaubt noch okay ist. So, hier. Degenbrecher, Schurkenkleidung, Schurkenhandschuhe und Schurkenstiefel. Also nochmal ein Set. Mehr oder weniger. Nur für Frauen. Ein luxuriöses, warmes, aus weichem, schwarzen, mit Goldfäden durchwobenem Stoff. Kleidungsstück jenes Geheimbundes, der in heimlichen Zusammenkünften die Nutzbarmachung von Seelen diskutiert. Seine Machenschaften sind weitgehend unbekannt. Und zwar, ja, die Goldmaske gehört praktisch da auch noch zu diesem Set. Meine ich, dass das dazu gehört hatte. Denn dieses Schurkenset wird von Dings getragen, Mephistopheles. Und ja, die Goldmaske ja auch. Oh, und wir hatten ja auch noch eine Waffe bekommen. Degenbrecher. Ein Parierdolch wird normalerweise in der linken Hand ausgerüstet. Diese Waffe wird von den Mitgliedern eines Geheimbundes benutzt, die im Verborgenen über die Nutzung von Seelen diskutieren. Weibliche Anhänger dieses Ordens haben die Kunst gemeistert, diesen Dolch anstatt eines schweren Schildes zu führen. Ja. Wenn wir den jetzt ausrüsten würden zum Beispiel. Hier haben wir nämlich so einen Parier-Move. Aber das brauche ich persönlich nicht. Ich pariere ja eigentlich nie. Ich weiche lieber aus. So, dann haben wir noch eine angesehene Soldatenseele. Und Quecksilbersteinklumpen. Ihr seid frei von eurer irdischen Last. Okay, haben wir hier noch etwas? Ja, hier. Ist zwar nichts drin, aber ich kann es aufmachen, weil ich diesen Drang habe, alle Türen zu öffnen in diesem Spiel. Okay, wir sind jetzt hier tatsächlich fertig. Das war das Letzte, was ich hier noch zeigen wollte, was mit der weißen Welttendenz zusammenhängt, mit der Schneeweißen.
Naja, mit dieser weißen Welt hin ins Schlüssel, dann Riel befreien, Riel macht es einem auf und man kriegt Loot. Das ist gut. Und so. So, dann gehen wir jetzt mal hier hin. Und dann kann ich jetzt auch direkt zeigen, warum es echt ein bisschen unspektakulär wäre. Oh, übrigens Soldatenseelen, einmal legendär, einmal angesehen. Aber ja, warum es unspektakulär gewesen wäre, wenn ich die weißen Welttendenzen auch verdammt Cutscene gebe. So, wo war ich stehen geblieben? Ja, wieso es unspektakulär gewesen wäre, nur diesen Teil spielen und wenn ich jetzt praktisch die Welttendenz-Events noch im letzten Part gemacht hätte, weil dann wäre das Ganze echt sehr kurz gewesen. Aber das gilt ja eigentlich so gut wie immer für diese letzten Bosse. Es war beim Schrein der Stürme so, es war beim bei der Steinfang-Katakombe so und es ist auch hier so. Deswegen mache ich das nicht. Deswegen mache ich mir das so zurecht, dass ich hier ein bisschen was zu tun habe immer. Aber jetzt mal noch ein paar interessante Dinge zu dem Boss hier. Man hat jetzt gesehen, wie er praktisch schon ein schwarzes Phantom beschworen hat. Als die Server von dem Spiel noch verfügbar waren, sind die inzwischen leider auch weg. Und vor allem, wenn man das Spiel halt eben, naja, mit einer aktiven Internetverbindung nicht an einem Emulator spielt, so wie ich, sondern an der PlayStation 3, dann konnte man per Invasionsmechanik hier gegen andere Spieler antreten praktisch. Man konnte sich praktisch, wenn man jemanden invasieren wollte, konnte man sich praktisch anbieten, dass dieser Boss einen dann als Endgegner für andere Spieler spawnt. Und ich hatte es damals sogar mitgemacht, dass ich dann gegen den richtigen Spieler hier angetreten bin. Heißt ja, jetzt natürlich hat man so einen, ich sag mal, Platzhalter-NPC, der halt im Fall benutzt wird, falls kein Online-Gegner sich findet. Aber der Endboss dieses Levels war damals potenziell ein richtiger Spieler, mit dem man sich dann duelliert hat. Und oh Mann, habe ich mich mit einem Typen mal lange duelliert. Und das ist das Ätzende an diesem Spiel, dass man einfach so viele Heilgegenstände hat. Und wir haben davon Gebrauch gemacht. Und wie wir Gebrauch gemacht haben davon. Ich weiß nicht, wie lange das ging. Ich glaube, dieses scheiß Duell ging locker eine Stunde. Und ich habe leider am Schluss auch noch verloren. Naja. Und diesen Hut, den man jetzt schon sehen kann, den der da aufhat, den kriegt man nur, wenn man einen anderen Spieler auf diese Weise tötet, als Endgegner hier von diesem Abschnitt. Aber ja, dann gehen wir mal rein. Alter Mönch. Na, wir machen dem jetzt natürlich sehr viel Schaden und der ist echt nicht schwierig. Jetzt will ich mal ganz kurz noch gucken. Hier, diese Dinger, die ihr da so gespawnt hat, die uns angreifen, die kriegt man dann auch, wenn man praktisch der Endgegner dieser Welt ist. Die helfen einem nochmal ein bisschen zusätzlich, was natürlich ein bisschen gemein ist.
Und es werden immer mehr, je weniger HP man hat, genau. Aber ja, der ist natürlich jetzt alles andere als ein Problem für uns. Aber das war halt echt cool damals. Dass da halt wirklich auch andere Spieler sein konnten. Aber ja, damit hätten wir jetzt Latria erfolgreich gemeistert. Und dann bleibt eigentlich nichts mehr zu tun, außer in den Nexus zurückzukehren. Was ist da los? Die Musik klingt ganz anders. Ja. Gewöhnt euch dran, so klingt der Nexus jetzt. Das ist, wenn man drei Erzdämonen besiegt. Das haben wir jetzt. Die Steinfang-Katakombe ist abgeschlossen. Der Turm von Latria ist abgeschlossen. Und der Schrein der Stürme. Fehlen jetzt nur noch hier. Ja, wie heißt das nochmal? Keilstein des Häuptlings. Tal der Schändung war's. Danke. Ja, Tal der Schändung fehlt noch. Und natürlich müssen wir im Palast von Boletaria noch den Endboss töten. Was ich mir natürlich immer noch für den Schluss aufheben werde. Okay. Dann machen wir eigentlich nur noch das hier schnell. Nochmal ein bisschen Vitalität. Ich werde jetzt nur noch Vitalität skillen, weil anders ergibt einfach keinen Sinn mehr. Ich habe jetzt genügend Ausdauer, um schnell zu rollen mit meinem Gear. Ich habe auch genügend Ausdauer zum Kämpfen. Das ist absolut kein Problem. Der einzige Stat, der jetzt eigentlich nur noch besser werden kann, ist Vitalität. Das heißt, ich werde einfach richtig viel Leben haben. Das ist gut, oder? Aber ja. Naja. Wollte ja diesen Bild eh zeigen, weil er einfach so overpowered ist. Und dieses ganze Spiel dann halt relativ einfach bewältigen kann. Aber gut. Dann würde ich mal sagen, sieht man sich im nächsten Part von Demon's Souls wieder, wenn wir dann uns ans Tal der Schändung ranwagen. Dann sieht man sich. Bis dann. Ciao.